Habe die Ehre, herzlich willkommen bei den Ländle TV Wochenhighlights. In gewohnter Manier dürfen wir für Sie an dieser Stelle die besten Drehs der vergangenen Woche nochmals Revue passieren lassen. Die Skipisten im Brandnertal warten mit traumhaften Schneelandschaften auf die Besucher. Wie viel Arbeit tatsächlich Mutter Natur abnimmt und was das Team rund um Betriebsleiter Markus Gmeiner alles so leistet, das haben wir uns vor Ort angeschaut. Wahnsinnspisten gibt es hier im Brandnertal. Ich durfte schon einmal rauf und runter fahren. Bei mir ist nun der Betriebsleiter von den Bergbahnen Brandnertal, Markus Gmeiner. Markus, schöner kann es nicht sein wie heute, oder? Ja, guten Morgen, Bianca. Nein, wir haben jetzt traumhafte Verhältnisse. Viel Schnee, gut präpariert. Also bessere Verhältnisse kann man sich nicht wünschen, muss man sagen. Du bist jetzt seit knapp 1,5 Jahren Betriebsleiter hier im Brandnertal. Was sind denn für dich so die größten Herausforderungen gewesen bis jetzt? Ja, das was natürlich hochinteressant sind, zum da anfangen. Das ist ein neues Gelände, neues Gebiet, neue Mitarbeiter, neue Firmakultur. Das sind eigentlich so die größten Herausforderungen gewesen, sage ich jetzt einmal. Heuer konnten wir in die Saison starten mit richtig viel Neuschnee. Dennoch wird dazu beschneit noch mit Kunstschnee. Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Wie viel Personal gibt es hier? Ja, wir haben dieses Jahr immer wieder sehr viel investiert in die neue Beschneiung. Es war dringend notwendig, dass man so viel Naturschnee kriegt, ist vorher nicht absehbar und ist schon nicht so resistent. Wir haben bei uns eine Riesenbeschneiung vom Bürser Berg, Brand unterteilt in zwei Gebiete, also insgesamt sind es drei. Und da arbeiten dann natürlich 24 Stunden am Tag mehrere Teams von morgens bis abends durchgehend, dass die Verhältnisse so, wie sie im Moment herrschen, dass man das so machen kann. Also wenn die Tagesskifahrer bzw. die Urlauber am Abend fix und fertig von der Piste ins Tal runterfahren, dann geht es für das Team hier richtig los, oder? Ja, genau. Also wenn es denn dunkel wird und die Temperaturen passen, dann werden natürlich die Pumpenhäuser hochgefahren und die Beschneiungsanlage in Betrieb genommen. Und dann sind die Männer eigentlich durchgehend unterwegs, um die Maschinen kontrollieren und das so zu machen, dass der Schnee am richtigen Ort ist. Da ist dann einiges los oft. Und wenn wir dann am Morgen früh wieder auf die Piste gehen, ist alles bestens präpariert. Ich bin ja, ich habe es vorher schon erwähnt, schon runtergefahren. Die Pisten sind extrem breit. Bilde ich mir das nur ein oder sind die so breit wie noch nie zuvor hier? Ja, das ist jetzt natürlich schon mit der zusätzlichen Menge an Schneekanonen, oder, war es möglich, zum mehr Schnee produzieren. Und somit ist es auch möglich gewesen, um die Breite der Pisten herzustellen. War eine große Herausforderung. Das neue Produkt und auch mit den Montagearbeiten rechtzeitig fertig zu werden, aber die Rechnung ist eigentlich voll aufgegangen. Und diese Pisten werde ich natürlich nochmals genießen. Große Wohnräume können mittlerweile einfach mittels Smart Home reguliert werden. Bei Concept Licht haben wir uns diese spannende Technologie im Showroom angeschaut. Wir befinden uns jetzt im oberen Stock des Concept Licht Studios hier im Smart Home Showroom. Tim, wie hängt Smart Home mit Beleuchtung zusammen? Im Moment, wo's Wohnen eigentlich bedeutet, man hat einfach ganz große Wohn- und Essräume mit Küchen einfach kombiniert, viele verschiedene Beleuchtungen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie steuere ich das eigentlich an? Weil konventionell installiert würde das bedeuten, ich habe Schalterbatterien, gleich drei nebeneinander mit jeweils 5 Schalter, die mir das Wohnzimmer schmücken würden. Und das machen wir bei uns mit dem Smart Home eigentlich nur noch mit einem Taster. Und wir müssen jetzt komplett umdenken, weil wir denken jetzt nicht mehr, ich schalte jede Beleuchtung einzeln, sondern ich schalte mittlerweile nur noch in Szenen. Die erste Szene heißt Wohlfühlen, alle Lichter sind gedimmt, sehr warmes Licht. Mein Vater nennt sie die Rotweinstimmung. Zum Beispiel die Szene Kochen, da wird in der Küche das Licht einfach voll erhellt auf 100%. Der Rest bleibt wie gehabt, das heißt, ich habe optimales Licht, um in der Küche eben zu kochen. Und das macht er über die Visualisierung, also über die Smartphone-App. Braucht der Kunde auch zum Verstellen von den Szenen nicht den Elektriker rufen oder uns als Smart-Home-Techniker, sondern macht das alles selber mittlerweile. Das Immobilienunternehmen Inside 96 will weg von kühlen Wohnanlagen. Geschichten aus dem Alltag sollen den frischen Projekten neues Lebensgefühl einhauchen. Wir waren bei der Projektpräsentation Nebenan mein Familienhaus in Rötis mit dabei.
besondere Immobilien entwickeln und diese vermarkten. Das ist das Ziel des Unternehmens Inside 96 aus Rötis. Am Donnerstagabend wurde erstmals ein Projekt vorgestellt, welches Immobilien in einem anderen Licht präsentiert. Mit dem Projekt Nebenan, mein Familienhaus in Fusach, wurde deutlich, um welche Themen es sich heute bei Immobilien dreht. Seit 1985 beschäftigt sich der Geschäftsführer Josef Felte mit der Entwicklung von Wohn- und Lebensräumen. Wir haben hier jetzt mit dem Projekt Nebenan mein Familienhaus auf der Basis von Storytelling über eine Geschichte versucht, die Immobilie der Häuser, die wir in Fusach verkaufen, zu vermarkten. Hier möchten wir Emotionen erzeugen, möchten Menschen begeistern, dass es mehr dazu gehört als nur die Lage und der Preis, sondern wirklich, dass sie ein Wohlgefühl haben und sagen, hey, hier möchte ich wohnen. Zur Präsentation lud das Unternehmen alle am Projekt mitarbeitenden Partner und Interessierte ein. Geplant wurde das Familienhaus vom Architekten Jürgen Matt aus Hornems. Wesentlich beteiligt an der Präsentation des Projektes war die Agentur 47 Grad aus Götzis. Das Besondere ist beim Joe, dass er uns natürlich extrem Vertrauen schenkt im Marketing und in der Umsetzung. Er setzt ja voll auf Storytelling und die Geschichte, was wir da zusammen entwickelt haben und was daraus entstanden ist, das macht natürlich irre Spaß für eine Agentur wie uns und dass wir da wirklich alles umsetzen haben können. Seit Donnerstag ist das Projekt Nebenan mein Familienhaus in Fusach nun offiziell auf dem Markt. Weitere Projekte in Fichtorsberg, Zwischenwasser und Sulz sind bereits in der Umsetzung. Das war's auch schon wieder von unseren Wochenhighlights. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Ländle TV Teams, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei Ländle TV der Tag. Bis dahin, alles Liebe. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Schon am Samstag hat es in den Staugebieten vom Bregenzer Wald, Pfänder bis Tannbergregion Arlberg, auch im Montafon drin, kräftig geschneit. Und es gibt noch weitere Schneefälle. Kalte Polarluft ist da, das heißt auch am Sonntag weiterhin Schneefall. Und das bedeutet, wenn Sie unterwegs sind in Richtung Piste, aufgepasst oder auch im freien Gelände, Lawinengefahr Stufe 3, momentan erheblich. Die Lawinengefahr wird eingeteilt zwischen 1 bis 5 Stufen, also und speziell die mittlere Stufe, erhebliche Lawinengefahr. Das ist eigentlich die Stufe, wo am meisten Unfälle passieren. Ab Lawinenwarnstufe 4 oder 5, da sind dann auch Straßen gesperrt, da können auch Schadlawinen abgehen. Also aufgepasst, informieren Sie sich auf der Lawinenwarnseite des Landes Vorarlberg. Zum Wetter am Sonntag, eigentlich eine Wiederholung des Samstags. Es gibt weiterhin einige Schneeschauer, etwas kältere Luft sogar noch da. Wir starten am Morgen zum Teil im Frostbereich, sonst um 0 Grad im Rheintal und tagsüber keine Steigerung drin, nur so um 1-2 Grad maximal, leicht frostig in den Tälern drin. Und dazu schneit es immer wieder, wie gesagt, speziell so vom Pfändermassiv über den Bregenzer Wald hinein, Arlberg-Region, durchaus anhaltend und kräftig. Da sind bis Sonntagabend noch einmal so 30 bis 50 cm Schnee möglich. Über dem Rheintal werden es nur einzelne Schneeschauer sein, dazwischen sonnige Auflockerungen, speziell dann im Laufe des Sonntagnachmittags. Auf dem Didamskopf oben eisige minus 11 Grad, wer also zum Wintersport unterwegs ist, aber die Pisten- und Schneebedingungen so gut wie jahrelang um diese Jahreszeit nicht. Anfang Woche dann Montag eine kurze Milderung fürs Rheintal, ein paar Regenfälle dann im Laufe des Tages mit dabei, Temperaturen um 4 Grad, aber es wird eigentlich nicht richtig mild, denn danach setzt sich ein Hochdruckgebiet bei uns durch und das bedeutet recht sonnig, danach zum Teil Nebel im Flachland und Sie sehen selbst die Temperaturen nur so um den Gefrierpunkt. Das war's vom Wetter, für Gott bei Ländle TV.